Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Tedu und in der heutigen Folge werde ich ein paar Yoga-Übungen mit dir machen. Sehr klassisch, dass wir wirklich einmal in die Bewegungen hineingehen. Aber es sind einfache Bewegungen, die wahrscheinlich für die meisten Leute möglich werden sein. Du brauchst nicht unbedingt zwingend eine Yogamatte. Wenn du aber eine hast, ist es sicher gut, die zu nehmen. Sonst kannst du auch ein Tuch brauchen oder auf den Teppich legen, einfach, dass es nicht allzu hart ist, wo du drauf liegst. Wir fangen direkt im Liegen an. Du kannst also auf den Rücken anblicken. Und als erstes einfach mal deine Knie zum Oberkörper ziehen, ein Päckchen machen, deine Wirbelsäule am Boden spüren und da eine tief einatmen und tief ausatmen. Heb dann deine Knie einzeln umfangen an, deine Beine etwas bewegen, deine Knie zu kreisen. Einfach, dass wir ein bisschen Bewegung drin bringen. Es müssen auch nicht spezielle Bewegungen sein. Du kannst dich so bewegen, wie du möchtest mit den Knie. Ein bisschen auf und hindern und führen und kreisend. Und von da kannst du dann den linken Fuß am Boden abstellen. Und das rechte Bein gegenüber strecken und wenn möglich dich hinten dran beim rechten Bein heben. Vielleicht kannst du dich am Oberschenkel heben, vielleicht kannst du das Bein etwas näher ziehen und auch sogar beim Knie oder bei deinem Wädli heben. Schau, dass dabei deine Zehen geflext sind, das heisst, dein Fuß ist geflext, deine Zehen zeigen zu dir und dein Fersen stößt Richtung Decke. Bleib da ein bisschen in der Dehnung. Schau, dass deine Schultern entspannt bleiben. Geh nicht zu tief, wirklich, aber schaff so, dass du da eine Dehnung in der Rückseite von deinem Bein spürst. Und von da mit dem Ausatmen kannst du nachher den Knöchel über das Knie bringen, beide Hände hier durchnehmen und hinter dem Knie oder in den Kniekehlen dich heben. Von da kannst du dein rechtes Knie wegdrücken von dir und da in die Dehnung der Hüfte kommen. Ich tue amigs noch gerne den Fuß ein bisschen ankreisen, einfach das tut am Fußgelenk sehr gut. Und kreisen, vielleicht sogar mit beiden Füßen ein bisschen kreisen. Und wenn wir auf eine Seite kreisen, tun wir auch auf die andere Seite kreisen. Das heisst eigentlich noch die Seite wechseln, du musst aber nicht kreisen. Du kannst auch mal experimentieren, indem du das Knie etwas näher ziehst oder etwas weiter weg. Und dann hören wir auf kreisen und schauen, ob wir können hau ruck gegen oben rollen und in eine sitzende Position kommen. Ha, sehr gut. Von da nimm dann deine Hände hinter dich, du dich da aufstützen, dass du die Wirbelsäule kannst gerade werden lassen. Nicht, dass du im unteren Rücken so hängst wie eine Banane, sondern up, wie ein Rüebli. Auch da wieder kommen wir in die Dehnung der Hüften rein. Je mehr Dehnung du willst spüren, desto mehr musst du das Knie von dir wegdrücken und das Brustbein Richtung Schienbein ziehen. Auch da nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Atme ein und aus. Und dann von da kannst du den Fuß lösen. Kannst nochmal deine Knie umschlingen und ganz fein wieder zurückrollen auf deinen Rücken. Und wir machen alles auf die andere Seite. Das heisst, dass man kommt das rechte Bein runter, der rechte Fuß auf die Matte, auf den Boden. Links Bein strecken und schaust, was ist für dich möglich. Hebst dein Bein an und kommst da in die Dehnung hinein. Versuch wieder den Fersen aufzudrücken, die Zehen zu dir und schön in die Rückseite hineinfühlen. Dehnung spüren da, das ist sehr gut, für wenn wir viel dort sitzen. Ist aber auch gut, wenn man viel rennen oder viel auf den Beinen ist, tut die Dehnung sehr gut. Und von da kannst du nachher auch wieder den Knöchel übers Knie bringen, beide Hände und whoop, in den Kniekehlen heben, das linke Knie von dir wegziehen und schauen, dass die Schultern entspannt bleiben. Wenn du willst, kannst du auch hier wieder beide Füße kreisen, du musst aber nicht. Wenn man kreisen, wie gesagt, man dann immer auf beide Seiten kreisen, das heisst, die Richtung noch einmal wechseln.
Und dann da auch nochmal hau ruck. Wir kommen oben ins Sitzen zurück. Nehmen unsere Hände hinter uns. Am besten ist, wenn die Finger gegen hinten schauen. Aber wenn es dir einfacher fällt, so ist auch gut. Aber am besten die Finger gegen hinten. Das Knie von dir wegdrücken, lange Wirbelsäule machen, langen Nacken. Also nicht runter schauen, nicht rauf schauen, sondern geradeaus. Du hast dann nochmal einen tiefen Atemzug nehmen, spürst dann nochmal Dehnung. Und von hier ausatmen, den Fuß am Boden nehmen. Und das Mal machen wir ein Päckchen, dann unsere Knie fest zu uns hinziehen. Die Stirn richtig Knie ziehen. Und dann kannst du deine Fußsohle zusammennehmen, deine Knie auf die Seite fallen lassen. Schau, dass deine Füße zueinander hinpressen, die Fußsohle zueinander hinpressen. Du kannst nachher deinen Knöchel fassen. Da. Und egal, vielleicht kommen die Knie nicht weit, aber es spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass wir probieren, die Wirbelsäule auch hier wieder zu verlängern. Und dann fangen wir an, ein bisschen unsere Knie zu wippen. Genau. Die Schultern sind entspannt. Wippen, wippen, wippen. Und von da kannst du dann viel langsamer werden mit dem Wippen und dann langsam aufhören. Und dann darfst du mit einem runden Rücken gegen vorne kommen. Den Nacken loslassen, wirklich alles loslassen und Richtung Erde sinken. Dich einfach fallen lassen. Richtig schwer werden mit dem Körper. Nicht ziehen, nicht drücken, sondern einfach mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr Richtung Erde, Richtung Boden sinken. Du spürst wahrscheinlich nicht nur die Dehnung in den Hüften, sondern auch leicht im Rücken rein. Und von da kommen wir dann fein und langsam wieder zurück. Nimmst deine Knie zu dir hin, darfst deine Schienbeine kreuzen und von da probieren wir über die Knie zu rollen. Wenn das nicht möglich ist, kannst du einfach die Beine über die Seite nehmen. Und dann kommen wir in die Child's Pose, die Kindspose im Yoga. Das ist sehr entspannend, auch wieder sehr erdend. Ich mache sie recht gerne mit den Knien ein bisschen weiter auseinander. Dann hast du gegen vorne kommen, die Stirn am Boden ablegen, wenn das möglich ist. Je nachdem aber auch zwei Füße und Stirn auf die Füße legen. Oder als alternative Handposition kannst du auch die Hände gegen hinten nehmen. Und Stirn Richtung Boden abstellen. Bleib jetzt da für ein paar Atemzüge. Du dich erden, wird schwer. Lass alle Anspannung in den Boden fliessen. Und du darfst in dieser Position noch bleiben. Ich verabschiede mich in dem Moment von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.